heutigen Zeit ohne Materialismus zu leben, also da musst du in den Wald ziehen. Und selbst das geht ja bald nicht mehr. So lange einfach auch Präsenz zu zeigen bei so viel Konkurrenz ist krass. Yo, was geht ab, meine Freunde? Ich bin's Jay. Cool, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute reagiere ich mal wieder auf Kollega und da freue ich mich sehr drauf, denn ich habe mir vor kurzem das Interview gegeben mit Leon Lovelock. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Thema Verschwörungstheorien. Oh, sorry. Jetzt klingelt das Telefon, ey. Das war das, was hier fast 2 Stunden geht, wo Kollega ganz schön deep dived in sein Leben und sehr, sehr persönliche Sachen erzählt, Drogenzeit, sein generelles Mindset, Verschwörungstheorien, was ich sehr, sehr interessant fand. Und vor allem hat er gesagt, dass er meditiert, deswegen so ein bisschen der Einspieler. Macht mich nicht drüber lustig, im Gegenteil, ich bin selber ein ziemlich großer Fan von sowas. Die Leute, die meinen Kanal so ein bisschen verfolgen, können sich das vielleicht auch ein bisschen denken. Hier geht es ein bisschen immer deeper zur Sache und da passt das Thema, glaube ich, ganz gut mit rein. Ja, Kollege hat einen neuen Track rausgebracht, der heißt Immer noch. Ich kann mir vorstellen, dass er da so ein bisschen seine ganze Geschichte, so seine ganze Story Revue passieren lässt und ja, so ein bisschen darüber redet, wie alles angefangen hat, vielleicht auch. Er ist ja mit einer der Ältesten im Game, ich hoffe, ich trete ihm da jetzt nicht zu nah, aber er hat sehr viel Erfahrung, er hat sehr viel erreicht. Ich bin einfach mal gespannt, um was es in den Track geht, es wird bestimmt wieder emotional und krass. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und let's go! Cool, das kenne ich nicht, also diesen Auftritt. Er ist ja bekannt dafür, dass er öfters mal Konzerte auch gegeben hat oder immer noch gibt und die auch immer sehr emotional waren, wo auch immer seine Zuschauer mit eingebunden hat. Aber sowas ist natürlich dann so der Höhepunkt, ne? Wo alle wirklich auf die Bühne kommen. Finde ich sehr, sehr cool, so seine Zuschauer irgendwie mit einzubinden, finde ich cool. Achso, das ist ein Film. Ich dachte, das ist ein Musikvideo. Aber das wird, glaube ich, trotzdem Musikvideo, oder? Also ich weiß es nicht. Ich bin echt gespannt. Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Track, aber okay, let's go. Free Spirit, eins mit der geilsten Alben auf jeden Fall. Kollege hat sich sehr krass weiterentwickelt. Das habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich, wo ich auf irgendeinen Track von dem Album reagiert habe. Es ist nicht mehr der alte Kolle von damals, wo es ums Koks-Ticken geht und um den dicksten Bizeps, auch wenn er immer noch ziemlich breit ist. Aber Kollege hat sich definitiv, was die Themen angeht, weiterentwickelt und ist sehr, sehr deep am Start. Man braucht ein bisschen Hintergrundwissen manchmal, um alles zu verstehen, aber definitiv sehr, sehr nice Entwicklung. Sitz allein auf meinem Thron, 2-stellige Millionen. Korkenknallen trotz Sorgenfalten, Gold um Hals wie der Wef-Kliko. Danke Gott für wer ich bin, true solange meine Kerze glimmt. Kriege Schärfen meinen 6. Sinn, kleiner Kreis Warzone Epic Win. Okay, also es geht doch ein bisschen Musik jetzt los. Geile Tracks, ganz kurze Sätze, aber sehr viel Aussagekraft, finde ich. Keine Cops, Selbstjustiz, weißer Stoff wie die Pelzboutique. Bleibe Boss mit einer Legacy wie die Kennedys. Und immer noch reimt ihr Hennessy auf Family und Enemies. Hier habt ihr 9 und zwar Kollege fickt euren Vorschuss mit dem NFT. Ich finde, er ist so irgendwie in der Hälfte von seiner Entwicklung. Er ist immer noch die Hälfte Kolle, die man kennt, aber zur anderen Hälfte irgendwie mutiert er so ein bisschen zu einem, ich weiß nicht, Weltverbesserer, Philosophen. Ich denke, dass er immer schon so ein bisschen gestrickt war. Ich denke, das hat auch für seinen Erfolg einfach gesorgt. Aber jetzt, ja, er mutiert so ein bisschen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Finde ich aber persönlich sehr, sehr geil, weil klar, die Fans wollen manchmal immer, dass man so bleibt, wie man immer ist, aber das wollen die Künstler meistens nicht. Die wollen sich entwickeln, weiterentwickeln und deswegen feiere ich das definitiv und respektiere das. Bad wie Zeus, Düsseldorf, Platin Boys, schwarzer Royce, Phantom All Black, Grim Reaper, Big Dreamer, blonde Haare, stolz und gerade, als käme ich von Kader Dennis. Ihr habt alle Höhenflug auf Stoff, so wie Aladins Teppich. Ach. Interessant, weil Kollega, finde ich, überhaupt keinen Höhenflug hat. Er wirkt zwar ein bisschen so narzisstisch, aber das ist ja auch so ein bisschen sein Image auch, ne? Ich finde, wenn man sich Interviews gibt, wenn man sich, sag ich mal, Sachen gibt, die jetzt nicht unbedingt was mit den Tracks zu tun hat, merkt man einfach, wie bodenständig der Typ ist. Es ist, glaube ich, eine Challenge, bodenständig zu bleiben, wenn man so viel Erfolg hat. Aber Kollega ist, denke ich mal, einer der wenigen, die das relativ gut hinbekommen. Ist zumindest meine Meinung. 18 Jahre in dem Game, Platten sind Gold, Platten sind Platin, immer noch same, enemy straight, immer noch.
Ich weiß zwar nicht, warum er hier so viel Dope zeigt, ob das irgendwie, weiß ich nicht, ob das sein neuer Lifestyle so ein bisschen ist, dass er sich dafür interessiert, aber verstehe ich gerade noch nicht so ganz, aber finde ich sehr interessant. Hartes Team, die Triaden schießt, doch über eine Milliarde Streams. Ich bin keiner, der spielt. Immer noch, immer noch, immer noch. 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 Also ich. Ich habe es ein bisschen anders vorgestellt, glaube ich, dass er wirklich so von Grund auf anfängt, so einen halt so einen wirklich Story-Track macht. Aber so ein bisschen ist es ja dann doch schon, dass er sagt, hey, ich bin immer noch der, der ich war letztendlich, oder ich bin immer noch am Start, ich bin immer noch im Game. Und das ist natürlich auch, was ich schon mal gesagt habe, aber es hören ja nicht alle meine Reactions, deswegen sage ich es einfach nochmal. Ich finde es sehr, sehr krass, so lange am Ball zu bleiben, das ist eine Kunst. Ganz viele Leute haben ganz kurz ihren Hype, sind ganz kurz da und sind ganz schnell wieder weg. Und Kollega beweist einfach, dass er ja, Herzblut reinsteckt, dass ihm die Musik so wichtig ist, dass er jetzt immer noch am Start ist. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber er ist auch nicht mehr der Jüngste, aber er ist definitiv noch sehr, sehr frisch am Start und so lange einfach auch Präsenz zu zeigen bei so viel Konkurrenz ist krass. Immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Immer noch, immer noch. Schwarzer Chai auf dem Porzellantisch. Mein Geschmack orientalisch. Meine Werke, Kunstgeschichte. Forscher ordnen sie chronograph. Meine Werke, Kunstgeschichte, ja. Irgendwie schon ein bisschen, ne? Sie chronografisch, muss nach Jahren back in Spotlight. Ihr wart alle nicht charismatisch. Lad die Waffe, denn mein Name steht für Violence. Stradivari. Gerade gesagt, ihr seid alle nicht charismatisch, aber wenn es richtig ist, unterstreiche ich es definitiv. Also Kollege mit sehr, sehr charismatisch und auch, ich glaube auch empathisch. Obwohl er jetzt nicht den Emotionalen raushängt, sondern eher den Starken. Aber ich glaube, Kollege kann durchaus auch so ein bisschen menschlich und gefühlsmäßig sein. Das merkt man so ein bisschen am Rande, wenn man sich so die Interviews gibt. Immer noch gibt es Rapper, die ich viele Tiere für meine Pelze starben. Viele Tiere, vergib mir her, ich bin Sünder. Immer noch, immer noch. Ja, er ist aber ehrlich. Ich glaube, es gibt viele Rapper, die einfach flexen, die einfach dies, das zeigen und sich dessen gar nicht bewusst sind, was sie da eigentlich tragen. Ich kann mir vorstellen, dass ein Kollege, wenn er sich einen Mantel anzieht, wo dann vielleicht doch das ein oder andere Tier dafür gestorben ist. Ich finde, Bewusstsein ist immer ganz, ganz wichtig. Klar, es ist nicht alles. Und Kollege hat auch Fehler gemacht. Diese eine Szene mit den Elefanten zum Beispiel, wo dann der Kollege darauf reagiert hat, der sich für Tiere einsetzt. Kollege hat definitiv auch Fehler gemacht. Ich finde es aber, es ist ein Riesenunterschied, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht. Und ich glaube, bei vielen Fehlern, na gut, weiß ich jetzt nicht. Ist schwierig zu sagen. Aber er räumt es zumindest ein, das finde ich okay. Ja, ja. Dirigiere aus der Limousine, diese Industrie wie eine Sinfonie mit der Violine. Bleib Künstler. Ja, immer noch, immer noch. Weil in der heutigen Zeit, ohne Materialismus zu leben, also da musst du den Wald ziehen. Und selbst das geht ja bald nicht mehr, wenn die alles abholzen und da irgendwelche Städte hinbauen, ja. Deswegen, also jeder macht von uns Fehler, definitiv. Stellt euch nicht hin und sagt, ich mache keine Fehler oder so, ja. Aber sich eben dessen bewusst sein, ja. 16 Uhr bei Mama, Tasse, Kaffee, ein Stück Blaubeertorte. Tief entspannt im Wissen, auf mich plant man gerade Auftragsmorde. Dreh es, wie du willst, ich bin der Außerkorne. Luft nach oben ist bei mir, nur bei der Haifischjagd mit Taucherschnorchel. Immer noch, immer noch. 18 Jahre in dem Game, Platten sind gone. 18 Jahre, okay. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, oder wusste ich jetzt gar nicht, aber ich wusste, dass es lange ist. Also 18 Jahre ist schon. Ein paar Leute sind 3-4 Jahre am Start und sind dann weg, ja. Game, Platten sind Gold, Platten sind Platin, immer noch same, enemy straight, immer noch, immer noch. Ich weiß noch nicht, was er in der Plantage macht, ob er jetzt irgendwie so Business macht mit Gras, ist ja jetzt auch kurz vor der Legalisierung. Er wirkt gerade so wie, ey, kommt ein Typ rein, so, ey, Kollege, da wollen welche was holen. Ja, ja, warte, ich bin gleich da. Hartes TV, Triaden schießt doch über eine Milliarde Streams, ich bin keiner, der spielt, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Ich finde, er klingt auch immer Boss-liker, je älter er wird, so diese leicht kratzige, tiefe, laute Stimme, so. Ich finde, er wirkt jetzt erst richtig Boss, sozusagen, ja. Immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Bester Track und Tipp an der Stelle, du bist Boss. Definitiv gönnen ist schon ein bisschen älter, aber dann versteht man so ein bisschen, was er eigentlich mit diesem ganzen Boss und ich weiß nicht, narzisstischen Drecksgelaber eigentlich meint. Und das ist was sehr Menschliches. Deswegen finde ich diesen Künstler so geil. Das war's. Mein Internet hat's überlebt, trotz 4K. Shoutout an mein Internet.
Und Shoutout an euch, wenn ihr euch diese Rage schon gegönnt habt und somit meinen Kanal irgendwie indirekt auch unterstützt. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt es gerne drunter. Wie gesagt, mir gefällt Kollega definitiv und deswegen werde ich auch weiter auf ihn reacten, egal wie viele Leute meine Reactions anschauen. Ich finde, es ist ein krasser Künstler, es müsste mehr. Es gibt viel zu viele Schablonen heutzutage, Leute, die einfach irgendwie mal kurz da sind, dann wieder nicht und nicht wirklich einen Wert schaffen. Kollega schafft definitiv Werte. Er hat eine riesige Fanbase geschaffen. Er hat, er spendet, so wie man auch weiß. Er setzt sich für gute Zwecke ein und benutzt sein Geld. Für sowas finde ich sehr, sehr nice. Und schreibt mal drunter, wie ihr Kollega als Person findet oder auch meine Reaction. Ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen, sofern es euch natürlich gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Euer Jay. Ciao, ciao.